So, die erste Wohnung ist gerade abgefilmt im Hintergrund hier im Arnulfpark. Die Zwei-Zimmer-Wohnung. Schaut euch das Wetter an. Mir geht's ganz gut. Und ich schicke euch nochmal Vitamin D, dass es euch auch so gut geht. Und jetzt Spaß beiseite, geht's auf die nächste Tour. Ich fahre mit euch nach Leim zu einer Drei-Zimmer-Wohnung, die ich vor vielen, vielen Jahren mal vermietet habe, aber eine WG. Das heißt, auch hier wird so sein, der Eigentümer ist dem offen gegenüber, ist eine berufstätigen WG sehr gerne willkommen. Schaut euch die Wohnung mit mir zusammen an. Ich bin auch gespannt, wie sie jetzt aussieht. Ich hoffe, alles passt. Und ich nehme euch jetzt mit auf die nächste Roomtour beim Hindinger Immobilien on Tour. Das Original. Ciao. Und hier sind wir wieder beim Hindinger Immobilien on Tour. Und ich bin gerade heute am Samstag noch in meine zweite Wohnung gefahren, die ich euch unbedingt noch präsentieren will. Hier in Leim eine Drei-Zimmer-Wohnung in der Dreierstraße 6, die ihr hier im Hintergrund schon erkennen könnt. Nochmal ganz viel Vitamin D für euch. Das Wetter wird schön und ich schicke euch das, damit es euch gut geht, so wie mir. Ja. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Für alle Besucher, die neu hier sind, ganz dringend ein Abo hier hinterlassen mit Glocke, dann seid ihr immer bestens informiert über neue Miet- und Kaufobjekte. Und wenn ihr was verkaufen wollt oder vermieten wollt, kommt zu mir zum Original, das ist der Hindinger. Ja, und wenn euch meine Arbeit gefällt nach dem Video, das ist ja wie ein virtuelles Schaufenster für euch, dann würde es mich natürlich sehr freuen, als kleines Honorar einen Daumen nach oben zu bekommen. Ja, was darf ich euch heute zeigen oder jetzt nochmal zeigen? Es ist eine Drei-Zimmer-Wohnung in Top-Lage, Dreierstraße Nummer 6. Es ist eine ganz süße kleine Anliegerstraße hier und auch das Haus ist sehr familiär, klein, gepflegt. Und ja, also auch von der Struktur und vom Wohnen top. Diese Wohnung jetzt hier eignet sich ideal für eine berufstätigen WG. Also wer da draußen vielleicht gerade in diesen ganz schlimmen Jobs arbeitet und für uns den Kopf hinhält, also Krankenschwestern, Pflegekräfte, vielleicht auch jemanden, der im Supermarkt und im Einzelhandel arbeitet. Wenn ihr eine berufstätigen WG gründen wollt, dann seid ihr hier genau richtig, weil das ist von Seiten des Eigentümers auch sehr willkommen. Ich zeige euch jetzt gleich die Wohnung und für alle, die neu auf meinem Kanal sind, ihr müsst einmal hier, und das ist wichtig, vorbeifahren in die Dreierstraße 6. Ihr macht bitte eine Außenbesichtigung mit Foto und schaut euch die Lage an und schickt mir dann mit diesem Foto eure Selbstauskunft. Und dann werde ich das an den Eigentümer weiterleiten und dann können wir natürlich unter Einhaltung der Hygienerichtlinien sofort besichtigen. Viel Spaß bei meiner neuen virtuellen Tour und ich hoffe, es gefällt euch. Das soll euch ja jetzt ermöglichen, dass ihr am PC, vielleicht nicht gerade bei dem schönen Wetter, sondern vielleicht heute Abend oder morgen Abend, diese Wohnung virtuell besichtigen könnt. Ich führe euch komplett rum und wenn ihr dann kommt und sie in echt besichtigt, werdet ihr sehen, das ist wie den Eindruck, der wird nur verstärkt, den ihr dann persönlich erhält. Aber der erhalten solltet. Aber der ist natürlich auch wichtig. Drum machen wir natürlich auch normale Besichtigung on top. Also, viel Spaß. Ich stelle die Kamera jetzt um, red kein Quatsch mehr und dann zeige ich euch die Wohnung. Tschüss, euer Hindinger, Immobilien on Tour, das Original für alle Kollegen, die mich hier denken, kopieren zu können. Keine Rap-Musik und keine Ghetto-Speech. Hier seid ihr beim Hindinger. Tschüss. So, die Kamera ist umgeschaltet und ich darf euch nochmal herzlich begrüßen in der Dreierstraße 6 in bester Lage von München-Leim. Ihr fahrt hier vorbei, macht ein Außenfoto, schickt mir die Selbstauskunft und dann seid ihr herzlich willkommen auf einer Besichtigung. Ja, ein bisschen rustikal, fangen wir gleich mal mit der Küche an. Das ist eine ältere Einbauküche, die zumindest voll ausgestattet ist. Ihr habt hier einen großen Kühlschrank, ihr habt hier einen Ceranfett-Edelstahlofen, zwei Waschbecken und die ist für euch on top kostenlos. Die bleibt so drinnen und da viele Eigentümer ja gar keine Küchen mehr zur Verfügung stellen und vielleicht auch eine berufstätigen WG nicht unbedingt eine neue Küche kaufen will, die ist sicher froh um diese Küche und wenn man den Eigentümer fragt, kann man vielleicht, wenn es fachmännisch passiert, auch die ganzen Fronten weiß streichen und vielleicht die Arbeitsplatte austauschen auf eigene Kosten und dann ist es schon mal alles nicht mehr ganz so rudimentär
rustikal, so rudikal. Ja, was darf ich euch hier noch zeigen? Hier ist ein kleines Gärtchen nach hinten. Das ist ja eine absolut süße, ruhige, kleine, tolle Lage hier in Laim. Und wir haben hier einen Küchenbalkon, wie das früher halt so üblich war, mit einem kleinen Tischchen. Hier könnt ihr schön frühstücken im Kühlen, weil heute zum Beispiel ist es schon wieder super warm, über das ich sehr dankbar bin. Aber falls es jetzt im Hochsommer sehr, sehr heiß ist, seid ihr vielleicht auch froh um ein kleines kühles Plätzchen. Und wir haben ja zwei Balkone. Wir haben noch einen kompletten über die gesamte Wohnungsbreite nach Süden, den zeige ich euch gleich. Aber erst noch mal die Küche von der anderen Seite. Wir haben hier auch einen Dunstabzug. Wie gesagt, die Küche ist ablösefrei und bleibt kostenfrei so drin. Und die könnt ihr gerne auch noch ein bisschen aufpimpen. Ja, hier im Treppenhaus habe ich euch gerade begrüßt mit meinem ganzen Vitamin D, das ich euch schicken wollte. Und das Tolle an der Wohnung, es ist ja eine Drei-Zimmer-Wohnung mit Bad und WC getrennt. Und hier in diesem Bereich habt ihr eben so eine Wohndiele. Und darum habe ich gesagt, wer jetzt gerade den Kopf für uns alle hinhält in irgendeinem Krankenhaus, auf irgendeiner Intensivstation und vielleicht ursprünglich wie so viele junge Krankenschwestern aus Ex-Jugoslawien kommt oder wo auch immer her, hier könnt ihr eine berufstätigen WG gründen und habt einen Bereich hier zentral für euch alle zum Treffen, was ja in der WG vielleicht auch mal wichtig ist. Das ansonsten fungiert dieses Zimmer als Esszimmer. Also wenn ihr als Familie einziehen wollt, dann habt ihr hier eben ein tolles Esszimmer. Die Fenster sind ja mit Rollläden, hier standen wir gerade. Und ansonsten bei einer WG ist es eigentlich der Gemeinschaftsraum. Und dann werden wir jetzt gleich mal einen Blick in das erste Zimmer werfen. Das könnte zum Beispiel ein Wohnzimmer werden, weil es ja um die Ecke von der Küche ist. Oder es wird Zimmer Nummer 1 für eine WG. Und ihr seht schon da draußen, komplette Südseite. Die Wohnung, der Balkon geht über die komplette Wohnungsbreite, natürlich auch wieder mit Jalousien an den Fenstern. Also, Zimmer Nummer 1 für euch. Hier haben wir diese Wohndiele, Essdiele. Ich hoffe, man sieht es ganz gut. Es ist ganz frisch gestrichen. Und hier haben wir praktisch die privaten Räume nochmal abgetrennt. Falls ihr als Familie einziehen wollt und falls ihr als WG einziehen wollt, habt ihr eben hier nochmal zwei getrennte weitere Zimmer. Ansonsten wäre das hier das Büro, Homeoffice oder Kinderzimmer. Das ist also auch nordseitig ausgerichtet, schön kühl mit Jalousien. Und auch einem schönen hellen Boden. Dann haben wir hier die Besonderheit, wie das früher öfters der Fall war, eine WG ist auch wieder froh drum, dass Bad und WC getrennt sind. Hier hat der Eigentümer so einen schönen Bruchstein verlegen lassen. Und ja, genau, mit Fenster, was auch immer toll ist, das getrennte WC. Und jetzt werfen wir mal einen Blick ins Badezimmer, da haben wir eben diesen Bruchstein hier unten auch, sehr geschmackvoll. Und dann haben wir ein bisschen rustikal die Fliesen von damals, aber das ist alles gepflegt. Wir haben eine Dusche hier, die zeige ich euch gleich. Wir haben ein Fenster, was auch toll ist, was die Frauen zum Schminken immer sehr freut. Ja, und euch fehlt hier der Waschmaschinenanschluss, weil das Tolle hier am Haus ist, es ist ja sehr familiär und klein. Wir haben einen separaten Waschkeller, ein Stockwerk drunter und auch einen Trockenraum. Da könnt ihr, glaube ich, soweit ich informiert bin, sogar die eigene Waschmaschine hinstellen. Ja, hier haben wir noch ein paar Einbauschränke, habe ich gesehen, was auch immer toll ist. Das ist eben der Vorteil von so älteren Wohnungen. Ich glaube, das ist ja ursprünglich so aus den 50er Jahren und da war der Schnitt immer super und wir haben Einbauschränke gehabt. Das habt ihr ja heutzutage alles nicht mehr. Ja, und das ist dann das dritte Zimmer, was auch wieder sehr, sehr groß ist. Das heißt, ihr habt wirklich drei top vollwertige Zimmer. Drum hatte ich ja auch damals eine WG vermietet. Und der Eigentümer, wie gesagt, ist da offen. Wenn es eine nette WG ist, da haben wir nicht das letzte Mal nicht ganz so viel Glück gehabt. Aber die habe auch nicht ich ausgesucht. ist eine berufstätigen WG sehr, sehr herzlich willkommen. Zimmer Nummer 3 und jetzt schaut euch mal die Besonderheit an. Natürlich passt das Wetter wieder, drum bin ich heute auch wieder am Samstag unterwegs. Letztens war ich letzte Woche am Sonntag für euch. Schaut euch mal diesen tollen Balkon an.
reine Südseite über die gesamte Wohnungsbreite und das ist euer Blick. Und jetzt sagt mir bitte nicht, dass das nicht wunderschön ist. Absolut ruhig, ihr hört hier ein paar Tauben und ansonsten habt ihr einen super, super schönen Balkon, reine Südseite über die gesamte Wohnungsbreite. Und ich gehe es jetzt mal für euch ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Meter circa habt ihr hier einen Balkon, das ist brutal. Ja, und das ist euer Blick nach draußen. Und mit dem darf ich mich verabschieden von meiner virtuellen Roomtour hier in Leim, heute am Samstag, mit einem traumhaften Wetter, mit ganz viel Sonne und so soll es doch weitergehen. Fahrt hier vorbei, seid schnell, schaut euch die Wohnung von außen an, macht bitte in der Dreierstraße 6 ein Beweisbild, dass ihr hier wart, außer ihr seid nicht aus München und von weiter weg dann natürlich nicht. Also das ist Voraussetzung für die Einladung zu einem Termin, dass ihr einmal euch die Lage angeguckt habt. Dann schickt ihr mir die Selbstauskunft, die werde ich vorselektiert an den Eigentümer schicken und dann sind natürlich auch Innenbesichtigungen möglich. Ja, das war euer Hindinger on Tour. Heute noch mal eine zweite Wohnung in Leim. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich gehe mal mit euch noch mal ganz kurz durch. Hier haben wir ja Badezimmer, WC. Hier haben wir Zimmer Nummer 2. Da haben wir die Wohndiele, die ich euch ja schon nahegelegt habe. Und dann eben noch mal ein Zimmer 1 nach Süden. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich natürlich jederzeit anrufen. Und als kleines Honorar einen Daumen nach oben. Das wird mich für meine Arbeit hier auch am Wochenende, vielleicht sogar 2, was nicht geht, würde mich sehr freuen. Spaß beiseite. Und abonniert meinen Kanal, dann seid ihr immer bestens informiert über Miet- und Kaufobjekte in München. Und wenn ihr was verkaufen oder vermieten wollt, ihr seht, der Hindinger macht mehr als die Konkurrenz. Und da seid ihr bei mir auf jeden Fall immer vorne mit dabei, weil ich setze mich ein und ich bin arbeitssüchtig. Also, das war's. Tschüss.